Chapter 2, The Old City. Like it's ripped open. It's the headband. What? The slave headband. The one I fit on you. You put this on me? Let me explain. Get this thing off, or I'm gonna rip your head off. No. No? You think I'm screwing with you? You! You man, stop! It works. Come here, move away from me. What the hell are you doing? I hacked a slave headband so it could be activated by my voice commands. Activation triggers a systemic pain response. It's what controls the slaves. I'm gonna kill you. You can't. If my heart stops beating, for any reason, the headband will discharge a lethal dose. If I die, you die. Oh. Why? I need your help. I come from a wind farm community. It's about 300 miles from here. I'll never make it on my own. If slavers don't get me, Mex will. That's the deal. Get me back to my home and you can go back to yours. Looks like I don't have a choice. Neither of us do. I'm sorry. Okay. Let's go. Stay with me. Okay. Mach ich alles sehr gut. Hey, what the hell's all this stuff I can see? Oh, I've yeah. Hacked the headband to give you visual feedback. It's patched into your shield system and my biometrics. And your voice? It's like, it's inside my goddamn head. It is. We have a continuous audio link now. Great. You got pretty beat up when we landed. Ah, oh, cool. Shall we keep going? Genau. Das ist nämlich jetzt quasi die. Who are all these people? Who cares? This must have been some kind of gathering point. Sowieso sehr interessant, was hier wohl passiert ist, ne? Wir sind scheinbar in New York, einer unbekannten dystopischen Zukunft. Aber alles ist scheinbar von der Natur überwuchert. Dann waren wir in diesem komischen Sklavenschiff voller Roboter und sowas, also ist noch sehr vage, was hier eigentlich was ist. Was keep Max out. There are some controls here. The other side is blocked. Can you get around and clear it? Kein Problem. Was ich sehr cool Careful. Finde, was ich beim ersten Mal schon ziemlich cool fand, ist nicht nur die Beziehung zwischen Monkey und Trip. Max, keep your voice down. We could be close. What are we gonna do? Not make too much noise. No. Shit.
ist so herrlich. Let me deal with this. Nicht mehr. Okay. It's all clear. Get over here. Genau, ich weiß ja nicht mehr, wie man diesen Fokus aktiviert. Das ist blocken. Ist klar. Wird mir das hier irgendwo gezeigt? Control Options. Gar nichts. Ernsthaft? Genau, was ich noch erzählen wollte, war, dass ich das schon beim ersten Mal spielen sehr beeindruckend fand, weil es halt so typisch Alex Garland ist. Die ist wie so nebenbei, das gehört halt auch zum Worldbuilding, nebenbei die Technik dahinter erklärt wird. Das fand ich nämlich sehr beeindruckend, dass ich es meinem Papa mal gezeigt habe, der sich, wie ich schon öfter erzählt habe, nicht direkt so ein Videospiel-Fan ist, aber als er gehört hat, dass Alex Garland und Andy Serkis daran gearbeitet haben, wollte mal ein bisschen zugucken. Und konnte ich ihm dann immer schön zeigen, wie viel Liebe zum Detail drin steckt. Dass zum Beispiel das Interface und alles, was in dem Videospiel wichtig ist, das Interface, die Health Packs und ähnliches und jede Funktion und wie es alles funktioniert, sind ja Sachen, die man in anderen Spielen so hinnimmt. Und sowas, die sind halt da, die helfen einem. In diesem Spiel werden die technisch erklärt, weil sie in-game tatsächlich existieren und das durchgehend. Und darum wirkt das so echt und lebendig alles. Man hat das Gefühl, dass alles, was passiert, wichtig ist und da in diese Welt gehört. We could get out through here. Can you move this? Genau, von der Art, wie wir uns gegenseitig helfen und ähnliches, erinnert das Spiel auch so ein bisschen an das neuere Prince of Persia, was damals rausgekommen war, 2008, was ich auch mal Let's Playen möchte, wo es auch darum geht, dass der Prinz und eine Prinzessin in ihrem Reich zusammen sind und sich gegenseitig helfen müssen. Ich weiß nicht mehr, ob es hier... Ich habe im Kopf, dass es hier so Sammelobjekte gab. Ich möchte hier nichts liegen lassen, falls es was gibt. Do you think you could tell me what the plan is? Boah. To get you home as fast as possible, so that you can take this thing off my head and I can break your neck. Yeah, I know what you meant. See that smoke over there? That's where the slave ship came down. First thing we're gonna do is head for that. Hoping my ride survived the crash. What's your ride? It's the only way I know how to cover 300 miles. Two wheels and an engine. Look at this place. There must have been thousands of people living here. More. Tens of thousands? Maybe. So sad. Kann ich hier wieder rüber? I wonder what happened to them all. Warum kann ich gerade nicht springen so? Genau, ich glaube, das ist sinnvoll, die zu sammeln, aber ich sehe schon, gleich verdammt viele habe ich. Weil ich habe das Spiel ja schon einmal durchgespielt, das hat sich den Spielstand und alles gemerkt. Deshalb glaube ich, dass. Gab es hier noch was? Nee. Darum glaube ich, dass. Dass ich die Sammelobjekte wahrscheinlich schon alle habe, was dann nicht schlecht ist, weil sonst wären wir nicht so abgelenkt vom eigentlichen Spiel. Aber ich versuche trotzdem mal alles zu erkunden und so, weil es halt auch sehr liebevoll gemacht ist und möchte sich auch gerne alles angucken. Ist auch basiert auch auf der Unreal Engine, so wie Spec Ops The Line, was wir damals gespielt haben, vor einiger Zeit. Und hat dieselben Stärken und Schwächen technisch, also dass dann die Grafik oft so ein bisschen so nachladen muss. Zum Beispiel. Get out! When I give you the signal, you get back, okay? No, 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 I hey! Can't, I can't. Do as I say. I gotta find a way to take him out.
Okay, in Deckung bleiben. Aber ich sagen wollte, das hat dieselben Stärken und Schwächen wie bei Spec Ops auch. Dieses, dass die Grafik manchmal so ein bisschen aufploppt nach einer kurzer Zeit, was zum Glück nicht so schlimm ist. Und dass die Schatten auf den Charakter manchmal so ein bisschen so wie so Raster aussehen. Bam. Okay, we got it. Oh, verdammt, ja. Okay, diesen Rundumangriff zu machen ist ein bisschen schwierig, weil man dann zwei Tasten so gleichzeitig drücken muss. Ah! Warte, habe ich meinen Fokus mit B gemacht? Ich will nochmal ausprobieren, ich glaube, das ging mit B. Ah! Scheiße, ich komme immer durcheinander. Genau, recht toll. Ja! Oh, es fühlt sich so fett an, wenn das kommt. If we are gonna get through this, then when I ask you to do something, you need to do it immediately. Okay, I understand. Klare Ansage. Ah, das Command Menu. Let's go. Okay. Ja, langsam komme ich wieder rein. I think we can go this way. Seems like it. Ah, hier. Yeah. Ein Health Pack. Aber gut, Health ist voll. Super. Ja, später werden wir uns beim Kampf hoffentlich noch ein bisschen besser anstellen. Gerade ist auch so ein bisschen Button-Mashing, weil ich noch reinkommen muss. Okay, ich muss Y und B gleichzeitig drücken, dann macht er diesen Fokusangriff. It's an EMP pulse. My father gave it to me. It knocks out small mechs for a few seconds. Enough to give me a chance to get away. The security door is still functioning. There must be live power cells around here. Doesn't matter. You shouldn't get sidetracked. We just need to get to the crash site. Genau, interessant ist natürlich, dass im selben Jahr 2010 ja auch Alan Wake rauskam und die PC-Version von Alan Wake kam ja 2 Jahre später raus, was ja auch schon lang ist. Und die ist ja wesentlich besser. Während die PC-Version von Alan Wake ja ein Musterbeispiel dafür ist, wie eine PC-Version, wie so ein PC-Port auszusehen hat, ist das hier leider so ein bisschen so. Hat nicht so viel Liebe erfahren. Da soll ich rüber? Und die soll mich nicht sehen, oder doch? Soll ich die ablenken? Ah, jeez. Genau, schieß auf mich, nicht auf sie. Ist sie da? Ah, okay. Allerdings.
out in the clear yet. There's the way out. But we'll never make it across that gap. There's no cover. Maybe this time I can distract them? I might be able to create a decoy. Okay. Okay, got it. Go! Oh, herrlich. Stimmt. Okay, es geht noch eine bestimmte Zeit. Okay, wir kommen jetzt hier rüber. Okay! Fully charged! I can't hack the door! There's no cover! Okay, okay, leave it with me. I'll take out those mechs. Genau. Das Level-Design ist halt immer sehr systematisch. Im Sinne von, dass es immer so ist, so von einer Problemlösung zur nächsten. Ich hoffe, das klappt jetzt mal so. Okay, lenk die ab. Ja, gut, jetzt bin ich schon drüben. Mist, ich hätte gehofft. Ah, doch, es hat geklappt. Yes. Yes. Herrlich. Genau, also alle Interface-Sachen, wie ich sie so sehen kann und wie das funktioniert, ist alles nur wegen dem Headband, was sie mir aufgelegt hat. Und deswegen wirkt das so schön glaubhaft in gewisser Weise. Und das sind halt alles solche Sachen, wie Alex Garland das halt in seinen Scripts immer sehr gut verarbeitet. Ist immer so, dass es halt in die Geschichte passt, ohne abzulenken. Und nicht einfach nur so ist, so, hey, guck mal, wie cool das es gibt, sondern es ist dann so, das ist wichtig, um die Handlung zu erzählen und weiter geht's. Ah, sehr cool. Okay, also mein Schild scheint mich gut zu heilen. Ich glaube, man kriegt auch so Upgrades oder so. Oder später erst. Und ich glaube, die meisten habe ich schon. Deswegen habe ich, glaube ich, so viel Leben. Ich fühle mich nicht sicher. Das kommt, glaube ich, alles noch. Wir sind ja noch am Eingang. Das ist ja im Grunde noch Tutorial hier. Huch, geh runter. Kann ich sie auffangen? Nein. Das mag ich in dem Prince of Persia Game halt gerne, da kann man der Prinzessin halt wirklich immer so helfen. Das fand ich immer voll niedlich, dass man das machen kann. Ja, cool. Ah, das Level kenne ich noch. Mit dem Baum, das ist herrlich. Look at this tree. It must be hundreds of years old. No Max. Okay, scheinbar, also hier sind verschwundene Menschen. Hier ist so ein No Max-Symbol. Also hier haben die Menschen, die früher gelebt, und die Max haben das übernommen. Ist irgendwas mit dem passiert? Irgendwie eine KI, die durchgedreht ist oder sowas? Hurry up. Ich kenne die Story halt zum Teil wirklich nicht mehr ganz, deswegen bin ich gerade eigentlich wieder recht interessiert. Ich weiß die Auflösung noch halbwegs, aber ich weiß nicht mehr genau den Kontext. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. The road ahead's mined. We need to find another way. I think I might be able to do something. Homie. Hey. Ah, genau, jetzt. See the dragonflies? I need you to catch one. What the hell are you talking about? I'm not commanding you. I'm asking you. The branches are pretty high. Hey! About that ladder. If you lift me up, maybe I could drop it down for you. So. Hup. Sehr schön.
Solche Partnersysteme finde ich immer mega cool. You want me to catch one of these dragonflies?